Hallo, meine Freunde der Sonne. Weiter geht's mit der Kampagne. Ich bedank bestimmt nicht einfach nur zu. Oh, ja. Zwei Riveras zum Preis von einem. Worauf warten wir noch? Und wir zeigen jetzt mal, dass wir hier der Beste auf der Welt sind, ne? Lukas, tschüss. Ist eine Weile her. Also schont mich doch ein bisschen, ja? Okay. Na schön, wenn ihr es nicht anders wollt. Wir schonen dich, keine Angst. Wir sehen uns ja am Ziel, keine Angst. So, mal gucken. Ich hoffe, ja, dass es nicht das letzte League-Rennen ist. Ich hoffe, wir werden noch ein paar Rennen fahren dürfen. Wäre ein bisschen schade, aber ich glaube, ich hoffe, dass wir noch ein paar haben. Wie hast du denn den Start hingekriegt? Ja, ich bin halt ein Pro-Gamer. Hallo? Also bitte. Oh, das ist echt ein einfaches Rennen, weil man hier fast nur Gas geben muss. Gefällt mir. An meinem Start muss ich noch arbeiten. Muss allgemein an dir arbeiten. Geh jetzt mal wieder zurück zu deiner Werkstatt. So, besser. Lass das Auto lieber wieder... Oh, fuck, wieder stehen. Ist zu lange her, lieber Lukas, dass du gefahren bist. Ja, relativ großes Rennen, aber wir haben jetzt auch einen relativ großen Abstand. Das heißt, also was ich natürlich jetzt nicht mache, aber man könnte jetzt Fehler machen. Hey, was ich definitiv... Warte, ich fühl mich einsam hier hinten. Was ich definitiv nicht planen möchte. Denn wir wollen eine gute Zeit fahren. Vor allem, die fühlt sich einsam hier hinten, also hinten, ich fühle mich einsam hier vorne, hier ist er irgendwie, keine Ahnung. Du fahrst normal auf Arbeit, das ist normales Tempo. Kein Wunder, dass die Leute immer nie auf Arbeit kommen. Ich bin doch noch ein bisschen eingerostet. Aber so fahre ich nur, wenn ich noch 10 Minuten habe, bis ich auf Arbeit sein muss. Danke, danke. Brauchst du mir nicht schenken, du bist einfach nur Kacke. Muss ja auch mal ehrlich sein hier. Und wieder einmal macht... Und wieder einmal macht man im normalen Rennen, im legalen Rennen, wieder übelst viele Sachen hier kaputt, ne? Das ist so witzig. Dex, danke. Ich hätte im Ruhestand bleiben sollen. Ja, Lukas. Geh wieder zurück hier in die Werkstatt. Wo ist denn der Lukas eigentlich auf was für ein Platz? Hä? Hab den gerade gar nicht gesehen. Der wird gar nicht erst angezeigt. So schlecht ist er gefahren. Der ist bestimmt rückwärts gefahren. Ja, schön. Da haben wir das Rennen auch. Ich denke mal, es werden noch ein paar kommen. Hier haben wir ein neues Rennen. Guck mal. Mal gucken, ob heute die Server ein bisschen besser laufen. Dann können wir heute mal wieder hier ein Rivalenrennen fahren. Gegen andere Spieler. Die Rennen müssen wir natürlich auch noch alle abklappern, ne? Die möchte ich auch gerne noch alle abklappern. Aber ich denke mal, das werden wir hinbekommen. Krass, ich habe jetzt abgebremst und habe trotzdem noch einen Stern bekommen. Och, ich bin so stolz auf mich, Mensch. Okay. Nice. Ich habe jetzt, witzigerweise, ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, was man hier für eine Bewertung braucht. Aber egal. Kriegen wir hin. Was, Stufe, was für eine Stufe? 300, was? Was denn bei denen los? Neues Event verfügbar. Ja, das ist total schön. Das interessiert mich gerade nicht. Nie huben hier. Ach du Scheiße.
Ach krass, der ist immer noch hinter mir. Okay. Okay. Ja, wir hätten hier eine... Boah, ich hasse so enge Rennen. Die sind kacke. Egal, das kriegen wir hin. Einmal hier längs. Guck mal, obwohl wir den großen, in Anführungszeichen, den großen Unfall gebaut haben, sind wir relativ weit vorne, ne? Das heißt relativ weit, wir sind sehr gut vorne. So. Das war ein Raketenstart. So, noch eine Runde. Runde eine. Wir fahren einfach geradeaus. Das hat doch gerade gut geklappt. Scheiß auf die Leitplanken. Oh, das sind ja keine Leitplanken, aber hier. Die Abgrenzung, scheiß drauf, wir machen die einfach kaputt. Ja, wir hätten hier eine bessere Zeit rausfahren können. Aber egal, ist nicht so schlimm. Hätte Fahrradkette. Einmal hier längs. Naja, komm, so schlecht haben wir uns gar nicht geschlagen. Ist okay. Wir hätten besser fahren können, definitiv. Wir hätten auch eine bessere Zeit rausholen können, aber die Zeit ist. Ist okay. Kann ich mitleben. Wir waren immer eine halbe Minute schneller. Besser als gar nichts. So, weiter geht's. Da haben wir noch ein Rivalenrennen. Ja, dann werden wir mal hier hinfahren. Ich verstehe es noch nicht so ganz, wieso haben die Rennen hier noch ein Ausrufezeichen? Was bedeutet das Ausrufezeichen? Kann mir das mal einer in die Kommentare schreiben? Würde mich mal interessieren. Wäre mal cool. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Mich würde echt mal interessieren, was die Ausrufezeichen bedeuten. Und wo man sieht, welches Rennen man auf Platz 1 geschafft hat. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich glaube aber, das Rennen zum Beispiel haben wir noch nicht auf Platz 1 geschafft. Aber dafür die Rennen hier. Die hinten so einen Blumenkranz haben. Ich sehe gerade zum ersten... Lol. Der ist überall. Das sehe ich ja gerade zum ersten Mal hier, dass man die Rennen hochstufen kann. Okay, das ist schon hochgestuft. Ne, die gehen nicht, okay. Ist ja witzig. Vielleicht bedeutet das einfach, dass wir noch ein Rennen fahren müssen. Das können wir gleich mal machen. Wir können gleich mal ein Rennen hochstufen. Ich bin mal gespannt. Warte mal, sollen wir das mal hier machen? Ist das ein Rundkurs? Das ist so ein Rundkurs. Das ist doch schon hochgestuft. Sieht man irgendwo, mich würde jetzt mal echt interessieren, ob man irgendwo sieht, welches Rennen von den beiden wir schon gefahren sind. Würde mich echt mal interessieren. Egal. War jetzt schon ganz schön kacke, ne? Aber egal. Mein Klaus ist hinten kaputt, Mann. Mann, wo ist Karglas, wenn man mal Karglas braucht? Damn Dachs. Okay, weiter geht's.
Wer ist das eigentlich? Man fährt doch hier gegen andere Online-Spieler, oder? Oder gegen wen fährt man hier? Also, ne? Also man versucht von den anderen Spielern da irgendwie Zeit. Naja, das war kacke, okay. Das hat mich jetzt ein bisschen ausgebremst. Nee, Huben. Boah, ich will die Strecken noch enger machen. Das ist doch nichts für mich hier. Scheiße, egal, wir haben noch Time. Alles gut. Time to say goodbye. Tü. Wenn ich ja manchmal so Videos sehe, dass Leute hier um solche Kurven so richtig krass driften, ohne irgendwas zu berühren, finde ich schon heftig, muss ich sagen. Aber man muss dazu sagen, die meisten davon haben ja wirklich ein Lenkrad und ich mache das ja alles mit dem Controller. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt einfach meine Ausrede, das ist einfach ein bisschen schwieriger. Wir können es ja mal versuchen, passt mal auf. Machen wir jetzt hier, nee, das bringt doch nichts. Hä? Aber guck mal, hier ist jetzt ein... Hier sind wir beide scheinbar gefahren. Ne, hier gibt's noch eins. Wo sieht man denn welches? Ach, Mann. Wenn ich mal wüsste, welches wir noch nicht gefahren sind. Wenn das mal hier dastehen würde. Wir fahren jetzt mal das. Das... Schwere Rennen, sage ich mal in Anführungszeichen. Mutti! Will raus hier. So. Nee, es war zu früh. Was ist denn los, Mensch? Ich muss hier auf die Brücke. Auto, mach doch nicht das, was ich dir sage. Hab doch mal deinen eigenen Willen. So. Also jetzt ist hier eine Krone. Was ist denn, wenn ich jetzt hier umswitche? Okay, doch auch eine Krone. Ja, welche sind wir davon noch nie gefahren? Wir machen jetzt mal das. Ja, wir nehmen jetzt mal das. Ich will mal gucken. Wir können ja einfach mal beide machen. Wir können ja mal beide fahren. Wir können ja auch mal gleich das ganz leichte fahren, das 140er. Mich würde einfach mal interessieren, ob dann ein Haken da ist. Bedeutet jetzt aber nee, also ich bin mir nicht sicher, ob wir dann alle fahren sollen nochmal. Das wiederholt sich ja dann irgendwann, ne? Wir sind ja schon jetzt relativ weit und ich glaube, so viel wird jetzt auch nicht mehr kommen. So viele Folgen werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Auch wenn an sich uns noch ein paar Teile fehlen von den Nächten. Aber mal gucken, vielleicht mache ich auch ein bisschen länger noch. Weil ich habe ja noch ein paar andere Projekte geplant. Jetzt auch ein paar neuere Spiele. Die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Aber ich habe ja noch ein paar andere Spiele jetzt geplant. Und die muss ich dann natürlich auch irgendwie einarbeiten in die Woche. Und an sich sind wir ja... Ja, wir sind ja fertig mit dem Spiel, ne? So, man könnte jetzt noch auf die Teile geiern, die eh nicht irgendwie so viel bringen, weil man das auch mit den Teilen jetzt hier schon jedes Rennen schafft, ne? Halt jetzt die große Frage, ne? Wenn jetzt mal die Rennen schwerer noch werden würden, das wäre natürlich schön. Aber vielleicht werden die auch schwerer, wenn man erst die neuen Teile freischaltet, weil dadurch hat man ja dann eine bessere Leistung, ne?
Probieren wir mal aus, ne? Wir haben ja, ich mache ja noch ein paar Folgen, ne? Wir werden es ja dann in der nächsten Nacht, wir müssen unbedingt jetzt irgendwie einen Teil ergattern. Also ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt in der nächsten Nacht mal ordentlich fahre. Und mir endlich mal ein neues Teil hier ergattern kann. Ja, ich bin auf dem letzten Platz. Scheiße. War ein Joke, Mann. Okay, so. Ich finde das geil, wenn man die Hände hochmacht. Das sieht aus, als der hier. Oh, nee. Hier. Ich bin nicht verhaften. Okay, es ist noch das Zeichen da. Gut, dann machen wir jetzt mal das 140er. Warte mal. So, jetzt haben wir mal das 140er. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Es wird natürlich jetzt ganz schwer. Es wird jetzt ein ganz, ganz, ganz schweres Rennen. Wir haben ja jetzt das, gerade das Rennen so knapp geschafft. Ja, genau. Lauf in meine Flammen rein. Genau so und nicht anders. Ist bestimmt nicht warm. Bestimmt ganz kalt. Wer kennt nicht die kalten Flammen, ne? So. Dann hier längs. Sag mal, fahren die überhaupt, oder? Ich habe jetzt bei den 140er ran übelst große Fresse, ich weiß, aber. Irgendwie sieht das so aus, als sie gar nicht fahren würden. Na gut. Da guckt mal, wie wir angefangen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge das hier ist. Ich habe die Folgen nicht nummeriert. Aber so haben wir mal angefangen, ne? Da war selbst ein 140er Rennen extrem schwierig. Hey, noch mal eingeholt. Hey, so ein bisschen sparsam könnte man ja eigentlich auf dem zweiten Platz hier, also hinter dem bleiben. Das Problem ist einfach nur, der fährt so langsam. Nee, der fährt mir zu langsam. Komm, wir fahren jetzt einfach. Wir fahren jetzt durch. Wir fahren nach Hause jetzt. So, jetzt müsste ja eigentlich ein Haken dran sein, ne? Weil jetzt müssten wir beide Rennen, haben wir jetzt geschafft. Auf Platz 1 sogar. Was sehr schwer war. Fast unmöglich. Nee. Hä? Was ist denn hier? Hä? Okay. Verstehe ich nicht. Ja, gut. Dann ist es so. Warte mal hier bei der DL. Ach, die Plakate. Ah, okay, verstehe. Warte mal, ich fahr mal kurz hier durch. Vielleicht ist hier ein Flamingo-Ingo. Nee, okay. Kaputt. Ach man, die unzerstörbare Leitplanke. Geht mir nicht auf den Sack. Weißt du, man kann hier alles zerstören, außer die beschissene Leitplanke. Das ist so nervig. Okay, mal gucken. Da ist die Rampe, okay. Thank you.
Das kriegen wir wohl hin. So. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt die Scheißdinger kaputt mache. Das bringt mir irgendwie eh nichts. Aber naja, gut. Was war nochmal das hier? Hier brauchen wir Speed, ne? Ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen mit der Kurve. Also wir können es mal versuchen. Alles klar. Danke dafür, Merkel. Das merkel ich mir. So, auch ein neues. Haben wir... Warte mal, wir versuchen das nochmal von der Seite hier. Passt mal auf, meine Freunde der Sonne. So geht's schon mal nicht. Muss ja wohl reichen, oder? Nö, okay, kein Bock mehr. Ich würde sagen, wir machen noch ein Rennen. Hier oben haben wir alles. Ja, dann fahren wir mal hier hin. Klar müssen wir zurück. Natürlich müssen wir hier längs. Okay. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, was man bekommt, wenn man... Ups, jetzt habe ich kurz in die Facecam geguckt. Was man bekommt, wenn man hier diese kleinen Sachen macht. Alle Plakatwände kaputt machen. Keine Ahnung. Aber ich glaube jetzt auch nichts so Interessantes. Ne? Das wird vielleicht ein Auto sein oder sowas. Ist jetzt nicht so sonderlich wichtig. Wir haben unser Auto. Ich brauche ein neues, Mann. So. Nee, die nehmen wir jetzt nicht. Dies war sehr verlockend, aber... Nein, tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, der kann mich klein mitnehmen, aber ey. Das war knapp. Harry Potter. Und der Zahnstein des Weißen. So. Man hat hier aber auch keinen Platz zum Überholen, ne? Meine Herren, die müssen echt mal hier die Straßen ein bisschen breiter machen. Für die Rowdies. Dass die Rowdies hier überholen können. Keine Ahnung, was das gerade war, aber es war irgendwas. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gegen den gefahren bin. Und wieso ich jetzt weiterfahre. Und wieso ich jetzt... Hä? Gut. Alles klar. Ich habe jetzt gerade alles gedrückt, was ich irgendwie nie wollte, aber ich habe es gemacht. Sag mal, ist es eigentlich immer dasselbe, gegen den man fährt? Ich verstehe aber auch noch nicht so ganz, ob das jetzt hier, ob der Typ jetzt ein anderer Spieler ist oder ob das jetzt sozusagen, ja, eine KI ist einfach nur. Also klar, dass es jetzt eine KI ist, ne? Der Schatten ist jetzt eine KI, aber vorher, dass ein anderer Spieler hier die Strecke gemeistert hat. Keine Ahnung. Das ist hier ganz schön, ne? Coole Strecke, aber ein bisschen eng hier. In der Hose. Oh, das ist echt eine sehr coole Strecke, ne? Ja, klar, natürlich. Mach halt alles kaputt hier.
Ja, schon wieder geschafft. Okay, das war eigentlich ein sehr, 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 sehr cooles Rennen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat was. Polizei. Okay. Ja, da haben wir ja heute wieder ein bisschen was geschafft. Und wie schon gesagt, ich hoffe, es kommen noch am Tag ein paar League-Rennen. Und wenn keine League-Rennen mehr am Tag kommen, also sozusagen gar keine Rennen mehr, dann werden wir nur noch die Rivalenrennen durchfahren, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, sind das noch viele? Hier unten sind noch zwei. Zwei. Nur zwei oder was? Krass. Wie es aussieht, wirklich nur noch zwei Rennen. Okay. Ja. Dann nähern wir uns wirklich langsam den Ende, ne? Gut, ich könnte jetzt noch hier die ganzen Plakatwände kaputt machen, aber irgendwie wesentlich dafür habe ich jetzt nicht so einen Nerv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür habe ich einfach keinen Nerv. Flamingo-Ingos fehlen uns ja auch noch. Ah, nee. Nee, in dem Spiel. Ne? Wir müssen es auch nicht zu lang ziehen. Ne? Wie schon gesagt, wir haben ja jetzt an sich fast alles gemacht. Du bringst eigentlich nie was mit. Keine Donuts, keine Pizza, gar nichts. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.